Was ist Kunst? Kunst ist für mich eine Form des persönlichen Ausdrucks, der aber auch in einem gesellschaftspolitischen Kontext steht. Ich glaube, was Kunst und was Kunst nicht ist, natürlich gibt es darüber Streitigkeiten oder unterschiedliche Ansichten. Ich glaube, auch hier ist es ganz wichtig zu verstehen, in welchem Kontext man die Dinge betrachtet. Wer macht welche Kunst, respektive in welchem Zusammenhang wird die Kunst gemacht? Reden wir von einem großen Kunstmarkt oder vom Theater auf großen Bühnen? Oder ist auch eine Produktion, zum Beispiel, wenn Jugendliche bei uns arbeiten, ist das für mich genauso Kunst. Also für mich ist die Frage des Elitären in der Kunst eine wichtige Frage, gerade wenn man ein Theaterhaus für junges Publikum leitet, sage ich, Theater darf nicht elitär sein, es darf nicht unter diesem Aspekt sein, weil das ein Ausschließungskriterium wäre und dann der Zugang, was wir ja wollen, damit verhindert wird. Ja, ich denke, das ist ein großer Streit. Immer wieder, was darf man und was darf man nicht? Ich glaube, es geht weniger um das Dürfen. Genauso wenig, wie alles eine Meinung ist. Es gibt einfach Sachen, die verletzend, diskriminierend und herabwürdigend sind. Das ist für mich, wo es einfach nicht mehr okay ist. Und gerade auch in meinem Umfeld ist das natürlich ganz besonders wichtig zu beachten. Aber auch sonst sehe ich das als wichtiger Punkt, keine falschen Setzungen zu machen. Ja? Also gerade was Sexismus und Rassismus betrifft oder jegliche Form von Diffamierung. Ich sehe gerade bei Kindern und Jugendlichen ist der Einfluss von Kunst ein enormer, weil er emotional aufgenommen wird, weil andere Sichtweisen gezeigt werden. Es öffnet die Augen im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch andere Denkstrukturen. Es werden Themen, die Sie vielleicht von zu Hause nicht kennen, anders angepackt oder anders gesehen werden. Und auch, ich denke, es ist auch immer eine Chance einer Veränderung und des Self-Empowerments damit verbunden. Ich bin Corinne Eckenstein, ich bin die künstlerische Leiterin vom Dschungel Wien, dem Theaterhaus für junges Publikum im Museumsquartier. Ich bin hier zuständig für alles, was Kunst betrifft. Das heißt, ich arbeite selber als Choreografin und Regisseurin, aber ich mache auch das Programm. Ich arbeite mit den freien Gruppen zusammen und wir machen viele Dinge, die auch das Publikum betrifft. Das heißt, wir involvieren Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene in die Prozesse von Theater und Workshops und vieles anderes, was unter dem Titel Kunstvermittlung läuft.